was kann man mit so einem Heimkino überhaupt alles machen und warum ist gerade ein Heimkino mit einer großen Leinwand und Beamer so spannend? Das möchte ich euch heute im Video verraten. Drei Gründe, die für ein Heimkino sprechen. Nummer 1, ganz klar, das Erlebnis großes Bild. Ihr kennt das aus dem Kino. Wenn ihr euch einen Film anschaut, James Bond anschaut, Star Wars anschaut, so ein Film, der ist einfach doppelt so spannend, wenn man ihn auf der großen Leinwand sieht. Und genau so eine Leinwand könnt ihr in euren eigenen vier Wänden haben, in eurem Heimkino. Und dann verspreche ich euch, wird so ein Film genauso spannend wie im Kino. Die Qualität wird sogar noch besser als im Kino. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Filme, sondern eben auch für Netflix, für Serien, für Sport, also Fußball auf der großen Leinwand. Ja, das ist auch eine Sache, die unglaublich viel Spaß macht. Bis hin zum Videospielen, Gaming ist hier also alles möglich auf einer riesen Leinwand im eigenen Wohnzimmer. Grund Nummer 2. Endlich wieder schön Musik hören. Und zwar nicht irgendwie aus einer kleinen Bluetooth-Box oder einer kleinen Sonos-Box, sondern mit eurem Heimkino könnt ihr Konzerte ja fast wie in live erleben. Mit einem großen Bild und vor allen Dingen eben auch mit dem großen Sound. Von hinten die Surround-Lautsprecher, die für die Atmosphäre sorgen, wo man wirklich das Publikum mitjubeln hört. Man taucht also ein in diese Live-Konzertatmosphäre und das ist wirklich egal, ob man jetzt hier ein Rockkonzert sich anschaut, ob man vielleicht eine Oper sehen möchte oder auch eben nur Musik hören möchte, ohne Bild, dann fährt man die Leinwand entsprechend weg. Tja, und man kann dann nach Belieben seinen Plattenspieler vielleicht anschließen, eine CD auflegen oder eben ganz bequem ohne extra Geräte von seinem Handy aus in der Top-Qualität seine Lieblingsmusik streamen. Grund Nummer 3. Dein Heimkino ist da, wenn du es brauchst und es ist weg, wenn du es nicht brauchst. Und das ist ja das Schöne, wenn wir diese große Leinwand zu Hause haben, dann haben wir ein ganz bewusstes Schauen. Man setzt sich hin, man zelebriert den Film, die Serie, das Sportevent etc. Aber wenn wir es eben nicht brauchen, drückt man aufs Knöpfchen, die Leinwand fährt weg, der Projektor geht aus, der ist vielleicht noch schön dezent im Wohnraum integriert oder fährt sogar in die Decke rein weg. Da gibt es also tolle Möglichkeiten und dann hat man sein Wohnzimmer so schön, wie man das eben designt hat und nicht eben so einen schwarzen großen Kasten an der Wand hängen. Auf unserer Website heimkinoraum.de unter dem Reiter Referenzen findet ihr eine Vielzahl an Beispielen von verschiedensten Heimkinos. Da könnt ihr euch inspirieren lassen. Das Ganze geht ab 3.000 Euro schon los. Die meisten unserer Kunden geben so zwischen 5.000 und 15.000 Euro aus. Und ganz egal, ob ihr das gerne selber installieren möchtet, selber umsetzen möchtet oder ob ihr die Komplettlösung haben wollt mit Planung und Installation, wir stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ihr seid also herzlich eingeladen. Unter unten stehendem Link könnt ihr einen Termin vereinbaren im Heimkinoraum in eurer Nähe. Wir freuen uns darauf und finden auch garantiert für euren Raum und euer Budget die perfekte Heimkinolösung. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.